Mensch EFI wird Ihnen präsentiert von der Wismarer Wohnungsgenossenschaft. Zu uns gehören mehr als 2000 Wohnungen. Unsere Geschichte ist seit dem Gründungsjahr 1954 eng mit der Werft verbunden. Seitdem machen wir die Hansestadt jeden Tag schöner und lebenswerter. Finden Sie Ihr neues Zuhause in Wismar oder Gägelow. Wismarer Wohnungsgenossenschaft. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe von Mensch EFI. Und heute, liebe Zuschauer, bin ich mit einem jungen Mann verabredet, der schon seit seinem 11. Lebensjahr sich für Politik interessiert. Und das soll man sich auf der Zunge zergehen lassen, mit 11 Jahren. Und das ist der Ingolf Holst aus Wismar. Und mit dem bin ich gleich verabredet, nämlich hier auf dem Balkon des Rathauses Wismar. Liebe Zuschauer, wir sind jetzt hier direkt auf dem Balkon des Rathauses und neben mir steht mein heutiger Gast in der Sendung Mensch EFI, Ingolf Holst. Schön, Ingolf, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, EFI. Ingolf, du bist schon seit deiner frühesten Kindheit an der Politik in Wismar interessiert. Ich glaube, du warst seinerzeit 11 Jahre, als du in das Kinder- und Jugendparlament eingetreten bist. Erzähl uns doch mal, wie das gekommen ist. Ja, relativ spontan. Ich habe einen guten Freund damals gehabt, der doch einfach gesagt hat, Mensch, das könnte auch was für dich sein, das Kinder- und Jugendparlament. Ja, und dann habe ich mich getraut, einfach mal zu den Jugendlichen mit dazu zu gehen mit meinen 11 Jahren und habe dann die Bude ein bisschen aufgemischt und meine Ideen mit eingebracht. Es macht mir sehr viel Spaß, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, damit zu wirken und ich habe wirklich viel daraus gelernt. Wofür steht das Kinder- und Jugendparlament denn? Das ist eine Interessenvertretung. Das kann man sich so vorstellen, dass sich alle Kinder und Jugendlichen der Stadt an uns wenden können oder an das Kinder- und Jugendparlament wenden können und dann letzten Endes auch ihre Probleme vortragen können. Und die Aufgabe des Kinder- und Jugendparlamentes ist es dann, sich damit auseinanderzusetzen, auch mit den Politikern zu sprechen und eben für eine Lösung sich einzusetzen. Es gibt ein Budget von 10.000 Euro, damit auch Vereine unterstützt werden können und eben diese Projekte auch umgesetzt werden können. Wie genau ist das Kinder- und Jugendparlament denn organisiert? Es gibt einen Vorstand, also gibt einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende und dann dementsprechend 2 Stellvertreter, einen Pressesprecher. Und früher gab es auch noch einen Protokollanten, den gibt es mittlerweile nicht mehr, weil das so ein bisschen wechselt, was ich auch eigentlich ganz schön finde, dass das eingeführt wurde. Und dementsprechend sind die Aufgaben auch verteilt. Der Pressesprecher kümmert sich um Presseanfragen, der Vorsitzende, die Vorsitzende kümmert sich dann eben auch um die Einladung zur Sitzung. Konntest du denn während deiner aktiven Zeit, ich glaube es waren 7 Jahre, Projekte mit auf den Weg bringen? Da gab es so einige Projekte. Viele sind noch so ein bisschen im Dunkeln geblieben, würde ich mal behaupten, weil sie noch in der Pipeline sind. Also sie sind gerade in Umsetzung bzw. in den letzten Zügen der Umsetzung. Da fällt mir die Freifläche ein, am Hafen zum Beispiel oder auch der Skatepark, wo die Hansestadt Fördergelder beantragt hat und sie letztendlich auch bekommen hat. Wir haben aber auch Bäume gepflanzt, bzw. einen Baum gepflanzt, symbolisch für die Jugend und viele kleine Projekte. Auch Austausche haben wir geführt mit anderen Kinder- und Jugendparlamenten in ganz MV. Da gibt es nämlich mittlerweile auch ziemlich viele. Ingolf, was genau liegt dir denn besonders am Herzen? Ganz simpel, natürlich die Interessen der Kinder und Jugendlichen zu vertreten. Das habe ich immer gerne gemacht und es hat mir großen Spaß bereitet, einfach mal mit den Politikern, mit dem Bürgermeister auch mal in richtige Diskussionen und Debatten zu gehen, wie wir eine Lösung für ein bestehendes Problem finden. Und es gibt viele Stellen in Wismar, wo man noch was machen kann und das reizt einen einfach auf. Es gibt immer wieder neue Sachen, die man da machen kann und es ist unglaublich, wie viel da sich auch schon bewegt hat. Wie und wer kann sich denn im Kinder- und Jugendparlament engagieren? Gewählt wird das Kinder- und Jugendparlament ja alle 2 Jahre durch die Kinder und Jugendlichen. Aufstellen lassen können sich dort Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 19 Jahren. Letztendlich kann aber jeder mitwirken, der Lust hat. Es gibt Sitzungen, im Moment durch Corona natürlich eingeschränkt und vorrangig online, wie ich gehört habe. Aber natürlich kann man immer seine Ideen einbringen. Man kann eine E-Mail schicken und man kann natürlich auch zu den Treffen auch spontan erscheinen oder sich jetzt eben anmelden und dann seine Ideen einbringen. Hast du denn ganz persönlich etwas, was du unseren Kommunalpolitikern hier in Wismar mit auf den Weg geben möchtest? Ich würde Ihnen einfach mit auf den Weg geben, bei vielen Projekten, die innerstädtisch passieren, auch nochmal einen besonderen Fokus auf die Jugend zu legen. Denn die fühlen sich manchmal nämlich doch ein bisschen hinten runtergefallen von der Leiter, weil ja so eine Hansestadt wie Wismar sehr viele Aspekte eben auch beachten muss. Und deswegen wirklich, das Kinder- und Jugendparlament ist sehr offen, einfach in den Austausch treten. Nun ist es ja so, aktiv bist du nicht mehr im Kinder- und Jugendparlament vertreten, aber du bist ganz oft als Zuschauer auf der Zuschauerbank bei den Bürgerschaftssitzungen.
Kann es sein, dass wir dich irgendwann mal in Wismar hier bei der Kommunalpolitik auch entdecken werden? Wird dein Weg nach deinem Fachabitur vielleicht auch in Richtung Politik gehen? Also wenn man so am Thema dran ist wie ich und weil mich das einfach so unglaublich reizt, denke ich mal schon, dass mich mein Weg früher oder später in die Bürgerschaft oder eben auch in die Politik hier in Wismar führen wird, weil es ist meine Heimatstadt, meine Hansestadt und es gibt einfach so viele Dinge, die noch unausgesprochen sind, so viele Orte, wo man noch so viele schöne Dinge mitmachen kann. In deiner aktiven Zeit beim Kinder- und Jugendparlament hast du sicherlich etliche Persönlichkeiten kennengelernt. Ich erinnere an zwei. Das ist einmal der damalige Ministerpräsident, Herr Sellering, und auch die Autorin Petra Block. Magst du hier mal die beiden Geschichten ganz kurz erzählen? Ja, also Erwin Sellering, damals Ministerpräsident, wie du schon gesagt hast, der kam für eine Sommertour nach Wismar und hat Kinder und Jugendliche und uns auf ein Boot eingeladen, um mit uns mal eine Stunde durch die Wismarbucht zu schippern. Und dann haben wir ihm ein paar Ideen vorgelegt, von denen wir uns eigentlich erhofft und gewünscht hätten oder auch gewünscht haben, dass er sich dafür einsetzt. Dass er quasi seinen Hut dafür aufsetzt, zum Beispiel statt der klassischen G8-Regelung, also 12 Klassen, eben die G9-Regelung einzuführen. Das sind dann 13 Klassen. Und da haben wir viel miteinander diskutiert und es war ein sehr schönes, spannendes Gespräch. Wir haben ihm am Ende einen riesigen Zettel überreicht mit unseren Wünschen, nicht nur mit dem des Kinder- und Jugendparlaments, sondern auch mit denen der anwesenden Jugendlichen und Eltern. Und das war ganz schön und wirklich, man kommt ja oft nicht so nah an den Ministerpräsidenten ran. Ist denn da was bei rausgekommen? Also die vielen Fragen, gab es auf die vielen Fragen auch Antworten? Also direkte Antworten haben wir bekommen, so knapp und kurz, die manchmal auch waren, wo er dann zum Beispiel gesagt hat, ja, dafür setze ich mir den Hut auf oder dafür setze ich mir nicht den Hut auf. Ich erinnere mich noch daran, dass er gesagt hat, G9 findet er nicht sinnvoll, also 13 Schuljahre, er möchte das nicht ändern. Und da gab es natürlich viele jugendliche Meinungen, die gesagt haben, Herr Ministerpräsident, ich bin gerade in der 11. oder 12. Klasse, es geht mir ein bisschen schneller an einigen Stellen und ich hätte gerne mehr Zeit für einige Themen und es kommt zu kurz. Und was im Nachhinein daraus geworden ist, das weiß ich nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall gab es da schon eine rege Debatte zu. Ingolf, und dann hast du auch während deiner aktiven Zeit beim Kinder- und Jugendparlament die Petra Block kennenlernen dürfen. Was ist da gewesen? Was ist da für eine Geschichte hinter? Ich habe mich damals an Petra Block gewandt, auch ein bisschen unabhängig vom Kinder- und Jugendparlament, weil sie damals im Lindengarten eine Bürgerinitiative mal aus dem Boden gestampft hat und mich das natürlich auch beeindruckt hat. Und dann habe ich mich mit meinen jungen Jahren an sie gewandt. Wir haben uns getroffen ein paar Mal, ich habe auch mitgewirkt in der Bürgerinitiative eine Zeit lang und dann kam sie irgendwann auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich nicht ihr Co-Autor sein möchte. Und wir haben zusammen dann Wismar 2094 geschrieben. Und es war eine wirklich schöne Erfahrung. Es waren viele schöne Erfahrungen, die ich da machen durfte. Wir haben uns das gut aufgeteilt, würde ich sagen. Viele Ideen, die kamen von mir, weil ich sprudelte nur so vor Ideen. Und Petra hat dann dafür gesorgt, dass wir das eben gut zusammengeschrieben kriegen, sodass dann ein kleines Büchlein entstanden ist und ein schönes Ergebnis und ein wirkliches Privileg, weil wer schreibt denn mit so jungen Jahren als Co-Autor in einem Buch mit? Und das Buch gibt es heute noch zu kaufen, Ingolf? Ich weiß es nicht genau. Also ich bin der Meinung, es gibt, wenn überhaupt, noch ganz wenige Exemplare. Aber vielleicht, wenn die Nachfrage wieder da ist, könnte es sein, dass natürlich nochmal neu aufgelegt wird. Ansonsten gibt es das aber als E-Book, vielleicht kennst du das, dass man sich das kauft online und dann eben auf seinem Tolino-Reader oder auf irgendeinem anderen lesefähigen Gerät lesen kann. Magst du denn den Titel des Buches nochmal nennen? Wismar 2094. Wismar 2094, okay. Das haben wir auch einmal besprochen, das war mir auch nochmal ganz wichtig. Und jetzt, lieber Ingolf, bist du ja aktuell nicht mehr beim Kinder- und Jugendparlament, sondern engagierst dich seit letztem Jahr bei einem Austauschprogramm für Jugendliche. Was genau ist das? Also ich bin Teil einer großen Austauschorganisation als ehrenamtlicher Mitarbeiter, so wie ich vorher auch ehrenamtlich gearbeitet habe. Und ich unterstütze Auswahlen, das heißt, ich sitze in einem fünfköpfigen Team meistens und wähle Schüler aus, die gerne in ein Austauschjahr gehen möchten. Letzten Endes guckt man dann einfach nur, wie sind die persönlich, kann man denen das zutrauen und können die sich auch entwickeln in ihrem Austauschjahr. Und da bin ich ein Teil einer großen Meinung und das macht mir sehr viel Spaß, weil das immer wieder abwechslungsreich ist und auch zeitlich relativ flexibel. Und auch da lernt man viel Neues dazu und lernt viele Menschen kennen. Ingolf, ich danke dir recht herzlich für dieses Gespräch in meiner Sendung Mensch Efi. Und liebe Zuschauer, vielleicht ist es Ihnen ja ähnlich gegangen wie mir. Man bekommt Gänsehaut bei so viel Elan und bei so viel Power von einem jetzt 18-jährigen jungen Mann hier in Wismar, der sich so engagiert und so begeisterungsfähig ist. Lieber Ingolf, hab vielen, vielen Dank für deine Zeit. Liebe Zuschauer, das war Mensch Efi für diese Woche. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Unsere Moderatorin Efi wird eingekleidet von der Boutique Julienne in der Lübschenstraße 30 in Wismar. Mode,
für die selbstbewusste Frau. Mensch Efi wurde Ihnen präsentiert von der Wismarer Wohnungsgenossenschaft. Wir bieten sicheres, genossenschaftliches Wohnen für alle Altersgruppen, für Singles, Familien, Studenten oder Auszubildende. Finden Sie Ihr neues Zuhause in Wismar oder Gägelow. Wismarer Wohnungsgenossenschaft.